Und wie ihr euer Haus oder eure Villa begrünen könnt, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Und dafür habe ich hier schon ein kleines Beispiel gebaut, was ich hier drüben nochmal hingebaut habe. Aber es geht uns ja nur um diese Begrünungen, um die Pflanzen. Ich denke mal, wie ihr die Pflanzen in die Blumentöpfe reinsetzt, wisst ihr, so Kaktus in einen Blumentopf oder eine Orchideenblumentopf. Und wir fangen mit diesem Teil an. Dafür benötigt ihr so ein Enderportal. Dann kommen hier zwei Blätter drauf und da das noch ein bisschen komisch aussieht, weil das da fliegt, setzen wir noch ein Eye of Ender rein. Dann ja, steht das so ein bisschen da drinne und die Pflanze sieht halt aus wie so ein kleiner Baum. Und als zweites könntet ihr zum Beispiel einen Amboss nehmen und zwei Blätter oben drauf. Und damit das Ganze dann noch nachts ein bisschen schöner aussieht, machen wir es einfach so, dass wieder dieser Fackelhalter ist. Den habe ich hier drüben jetzt vergessen, aber das ist mir egal. Und ja, das ist schon das Erste. Als zweites widmen wir uns den Pflanzenkübeln. Die gehen so, indem ihr hier ein Holz oder einen Grasblock hinsetzt. Dann kommen da rundherum Trapdoors, die ihr hochklappt. Ja, das funktioniert jetzt. So, dann auf den Holzblock kann zum Beispiel ein Blumentopf mit einer Pflanze. Hier kann die Pflanze sofort drauf. Und das sind schon die Blumenkübel. Das Video ist heute ziemlich kurz, also 2 Minuten, na gut, die gehen immer so. Aber ich kann euch schon mal sagen, dass in den nächsten Tagen ein größeres Video kommt, also ähnlich wie der Fahrstuhl. Denn ich habe schon was vorbereitet mit Command-Blöcken, dass wir ein Aquarium mit Fischen bauen. Da bin ich das ja noch ein bisschen am Rumtüfteln. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video hoffentlich und bis zum nächsten Mal. Tschüss.